Sieg Hockey in Krefeld. Herzlich willkommen hier bei der Pressekonferenz nach dem Spiel Krefeld Pinguine gegen Kerpet Ulu. Ganz herzlich begrüßen möchte ich den Trainer von Kerpet, Lauri Marjamäki, und natürlich auch unseren Trainer Rick Adorno. Spielstand nach dem Ende 0:2 aus Sicht der Krefeld Pinguine. Und wie immer hat das Statement zuerst der Gast. The Statement first, the guest. Your comment to the game, please. Okay, thanks. I think that our team was a little bit nervous, and of course it is good for us because we want to succeed in this CHL. But of course that first period was a little bit bad all the time, power play or shorthanded game, and second period we didn't play so good, a little bit stupid with the puck, but that third period was great, and it is important goal for us, that 2-0 short-handed goal. And of course Sami Aittokallio was great, our goalie, and for example that Mika Niemi, Mika Pyörälä, Lasse Kukkonen, big part of our box play. And of course we are satisfied in this result, and it is so different game because Krefeld and many Germany teams play so different style than Finnish teams, and this is good experience for us. And now we just prepared to the Saturday game against Vienna Capitals, and thanks for the Pinguins fans, it was great atmosphere. Dankeschön an den Trainer von Kerpet Ulu. Ich fasse ganz kurz zusammen. Insgesamt ist er natürlich mit dem Spiel schon zufrieden, allerdings ist er mit seiner Mannschaft, so wie er heute betreten ist, noch nicht hundertprozentig zufrieden. Da gibt es noch viel Arbeit. Trotz alledem sprach er den deutschen Spiel an und natürlich auch den finnischen, die hier aufeinander getroffen sind. Und das ist auch eine große Erfahrung für die Jungs und deswegen ein tolles Spiel. Ricardo, your statement for the game, please. Yeah, congratulations, Lauri. Spiel heute unsere Mannschaft, ich bin stark auf alle Spieler. Dubo war sehr gut, Untersaal. Unser Unterzahl, Schuss geblockt, gut Schläger, the neutral zone, forecheck, we had good gespielt, aber nicht Nachschuss in der Torbereich und verpasst Torchancen. Und das ist die Unterschied heute. Aber beide Mannschaft hat gut gespielt, Finnland, sehr gut Mannschaft. It's good experience for unsere Mannschaft, the spiel in the Champions League, und mit der young Mannschaft und experience jeden Spiel, this is good for Krefeld. So yeah, the only problem heute was kein Punkte. So we must find it weg for gewinnen next Champions League spiel, und again, if the Einsatz is gleich nach dem Spiel, dann Möglichkeit Punkte für die Penguin. Dankeschön für unsere Fans. Unglaublich jeden Spiel. Groß für unsere Mannschaft, Einsatz und helfen machen Tor, aber heute wir nicht machen Tor. So, Dankeschön und schönen Abend. Dankeschön, Rick Adorno. Das brauche ich nicht zu übersetzen, das hat, glaube ich, die lokale Presse verstanden. Gibt es Fragen an einen der beiden Trainer? Obligatorisch nicht der Fall. Bedanken wir uns heute bei 3602 Zuschauern. Wir sehen uns wieder hier am 3. September beim Heimspiel gegen die Vienna Capitals. Aber wir sehen vorher schon bei der CRL wieder aktiv. Am kommenden Donnerstag geht es dann um 17.30 Uhr deutscher Ortszeit dann gegen in Ulu zur Sache, und dann am Samstag drauf um 19.30 Uhr bei den Vienna Capitals. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank für die Berichterstattung. Ein toller Spieltag, tolle Atmosphäre. Thank you very much to Kerpet and have a good trip to the next game. See you on Thursday und auf Wiedersehen. Tschüss.